So, weiter geprügelt in Yakuza 3, dem Spiel mit Rikia, der uns immer noch folgt. Aber wir haben jetzt alle Nebenquests, die wir mit Rikia machen können, fertig. Wir waren sogar in der Bikini-Bar. Wo er seine alte Schulfreundin, Natsumi getroffen hat. Und die mittlerweile ihr Leben als Tripperin verdienen. Die Frage ist halt, ist sie wirklich, also arbeitet sie jetzt freiwillig in der Bikini-Bar? Oder ist es tatsächlich so ein Ding, wozu die Kredithaie gezwungen haben? Weil das ist irgendwie nicht so ganz klar herausgegangen, weil aus ihrer Haltung mit dem Hostclub, das klang jetzt eher so, als würde sie das tatsächlich freiwillig arbeiten. Und nun das nächste Ding mit dem Sextape war nicht ganz so geplant. So. Na gut, dann erzählen wir mal Date von den Fakten. Also, lass mich erzählen, was du, was passiert, als du eine kleine Sightseeing-Tour gemacht hast. Alles klar, werde ich tun. Achso, nee, lass mich erzählen, was du hast, wenn du fertig bist. Okay, wie geht's? Ich denke, du hattest genug Sightseeing. Ja, wenn du es sagst, lass mich wissen, wenn du wieder etwas Zeit hast. So, und jetzt kann ich mit Date reden, wa? Bist du bereit zu reden, Kiryu? Let's talk. Und auf zum nächsten Kapitel. Hätte man zwischendurch speichern sollen, wa? Naja, was soll's. Lass uns reden. Großartig. Also, was ist mit Kanda passiert? Nun, sehr gut. Soviel zum Thema Speichern. Ach, naja. Verdammt. Kapitel 7. Der verrückte Hund. Oh, die gibt's auch noch. Soka. Wakatta. Goguro. どうやら神田の組が4代目に勝ち込みかけられたらしい。それで組の上層部は壊滅状態。たった一人で神田とやり合うとはさすがだな。堂島の竜の名は錆びついてねえようだ。どうやら桐生さんは例の沖縄の一件で動いてるようだ。 あんたがこの計画に乗ってるという情報を掴んでいるかもしれん。そうなら次に桐生が攻め込むのはあんたのところだ。沖縄のリゾート計画、 あんたに紹介したのはこの俺だ。リゾート建設に関わる利権、あんたの組に入る金は1000億は下らない。今俺らの中で6代目を弾いた可能性が高いのは間違いなくあんたなんだぜ、真島の兄さん。 俺は神室町をこの手に収めたい。それがどういう意味か分かりますよね。今桐生さんに暴られたら一番困るのはあんただ。やり方は任せます。後始末 しっかり頼みましたよ。もう一軒行きましょうよ。次はどこ連れてってくれるんですか。 兄貴も待つ飲みましょうよ。キリュウ、とんでもない情報が入ったぞ。今日の夕刊です。うちの政治部のスクープです。ついに防衛大臣のタミヤが民事党と沖縄県議会をまとめたようなんです。つまり 基地拡大法案の成立は確実ってことか。
とリゾートはもともとワンセット。基地が動き出したことでリゾートの開発も一緒に動き出したってわけだな。これでどうしてリゾート開発が再開されたのかが分かりましたね。ところでキリュウ、このリゾート開発、裏でとんでもねえやつが絡んでるようなんだ。政治部の記者宛てに届いた情報です。匿名の情報筋からこんな写真が。これはどうやら鈴木が仕掛けているリゾート開発、裏で建設の利権を得ようとしていたのがあの真島組らしいんだ。Also, kurze Zusammenfassung. Das war... der andere Typ, wie hieß er denn? Das ist nicht Kanda, sondern... Auf jeden Fall, der hat mit Majima geredet, wie natürlich erst im Nachhinein rauszukriegen war. Aber das war eigentlich sofort klar, weil das Kapitel heißt Mad Dog. Und der hat mit... tja, ist eine gute Frage, mit der man ja nicht geredet hat, ne? Hasebe? Ne, Hasebe war der andere Typ, ne? Yuzaki müsste das sein. Ich habe hier auf meinem Notizbuch stehen diverse Namen drauf, lose hintereinander. Auf jeden Fall, der hat mit Majima geredet, den er anscheinend selber ins Geschäft gebracht hat. Und hat schon gemeint, Kiyo, er taucht als nächstes auf. Und das, er recht beeindruckt ist, dass Kiyo sich des Problems alleine entledigen konnte. Und dass er sich sicher ist, dass das Kiyo als nächstes bei Majima auftaucht. Und dass Majima sich jetzt deswegen um das Problem kümmern muss. Weil er halt am meisten befürchten hat, weil das der ganze Deal bringt wohl seiner Familie 10 Billionen rein. Weil das, und er hat sich so ein bisschen dafür natürlich, dass er ihn reingebracht. Und dann kam halt hier Data rein und meinte so, hier neueste Neuigkeiten, das Militärresort, das geht jetzt voran. Die haben sich geeinigt mit der Local Assembly, was wahrscheinlich die Art Lokalregierung ist da vor Ort. Und das nächste Ding war dann halt, dass ihnen ein geheimer Tipp zugespielt wurde von einem Informanten, dass das Bild von einer Verhandlung anscheinend, wo Majima Construction mit bei ist, der anscheinend das Resort abbauen soll. Ich muss sagen, ich hätte nie jetzt gedacht, dass sich Majima in all das hier reinziehen lässt, selbst mit seiner Reputation. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob er derjenige ist, der das Ganze anführt, aber er ist definitiv involviert. Denkst du, er hat vielleicht Daigo und Kashiwaga erschossen? Nein, keine Chance. Schau, Kiyo, ich weiß, ihr beide seid Kumpels und all das, aber ein Yakuza ist, dein Freund ist immer noch ein Yakuza, Majima speziellerweise. Lass den Hund von seiner Leine und schau, was passiert. Ja, du liegst falsch. Majima-san hat mir versprochen, nach Daigo zu schauen. Und der ist nicht derjenige, der Versprechen bricht. Ich vertraue ihn. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Tue ich wirklich. Aber was ist, wenn du falsch liegst? Was, wenn Majima wirklich hinter all dem ist? Wenn das der Fall ist, dann habe ich keine andere Wahl, als ihn zu töten. Kiyo. Ich muss mit ihm reden. Warte mal, Kiyo. Wir wissen noch nicht mal, auf welcher Seite er ist. Das ist genau der Grund, warum ich gehen muss. Ich habe ja noch viele Fragen und Majima ist derjenige, der sie mir beantwortet. Kiyo. Ist er immer noch im Purgatory? Ja, sein Familienhauptquartier hat sich kein Millimeter bewegt. Schaut immer noch aus wie ein leerer Parkplatz, um ehrlich zu sein. Ah, dann ist es genauso, wie ich es in Erinnerung habe. Durch das Badezimmer im Park, wie immer. Verstanden, alles klar. Und Kiyo, versprich mir, dass du dich nicht täuschen lässt. Ich verspreche es. Geheim, auch wenn du das... ja, es klingt sehr so, als würde er Majima auflaufen lassen, ne? Wenn das ein geheimer Tipp zugestellt wird. Go to the West Park. Es könnte nämlich sein, dass das Spiel... Haben wir neu... Oh, guck mal, jetzt ist es Tag. Oh, das gibt wieder neue Nebenquests. Ich wollte gerade sagen. Könnte sein, dass das Spiel jetzt relativ schnell vorbei sein wird, weil wir schon alle Nebenquests gemacht haben und ich diese Hitman-Mission nicht bis zum Erbrechen spielen werde. Aber heute, in dieser Sitzung, werden wir nicht mehr weiterkommen, weil ich sehe hier 2 Milliarden Nebenquests und das wird dann wohl nichts. Das ist die 12. Sitzung. Tatsächlich. Na gut, wir haben auf jeden Fall noch einige Substories zu tun. Vor allen Dingen ist es jetzt Tag, ne? Warte mal, ich habe ja eine neue SMS, die soll ich vielleicht nochmal lesen. Mac in Motion. Kiyo-san, dieses kleine weinende kleine Kind bettelt mich immer.
bettelt immer wieder seinen Vater an, ein Spielzeug zu kaufen im Park Boulevard, aber sein Vater weist ihn immer wieder zurück. Ich dachte, wenn es ihn so knapp an Geld ist, dann könnte ich ihn vielleicht anbieten, etwas zu kaufen. Aber sein Vater hat es komplett abgelernt. Hat mir ja beinahe die Lichter ausgehauen. Ich denke, die Leute mögen es wirklich nicht, wenn man ihnen sagt, wie man sich als Eltern verhalten soll. Wie muss sein? Kids und Camarocho sind wie Öl und Wasser. Es ist der perfekte Gegensatz, der zu einem perfekten Schuss geht. Also, wo ist Tahai Boulevard? Park Boulevard. Park Boulevard ist der hier, wa? Jo. Judy, dann laufen wir da mal als erstes hin. Und dann bin ich ja mal gespannt, was die weiteren Nebenquests noch sind. Also irgendwie tagsüber rennen hier genauso viele Leute rum, ne? Ich weiß immer noch nicht, was diese Leute mit diesen Rücken haben. Also wenn man so einer Rücken halt durch die Gegend läuft, sollte vielleicht gar nicht mehr laufen, oder? Ich meine, das sieht ja nicht gesund aus. Der Ort hier eigentlich am Tag weniger, ich sag mal, scummy ist, als nachts über. Das fühlt sich zumindest so an, als würden die gleichen Schläger hier rumlaufen wie in der Nacht. Haben wir jetzt eigentlich diese Katze gefunden, die wir suchen sollten? Nee, war. Hier war doch diese eine Frau, die Katze gesucht hat. Was kann ich denn hier im Supermarkt machen? Egal. Um diese Nebenquest kümmern wir uns gleich. Sobald ich mich um die restlichen Dinge gekümmert habe. Ach ja. Wer ist er denn? Er sieht so aus, als würde er sich mit mir schlagen wollen. Natürlich möchte er sich mit mir schlagen. Das war ja wie immer klar. Es sieht übrigens tatsächlich wie ein bisschen dämlich aus, wenn hier einfach nur so eine Holzbretterwand ist, ne? Wo das angeblich sein sollte. War hier das Kind schon? Ne. So, wir suchen ein Kind mit Vater für den perfekten Schuss. Ich erinnere mich, glaube ich, dunkel an diese Straße aus Yakuza Zero. Weil ich hatte mich am Anfang in Yakuza Zero immer oft verlaufen. Da war halt genau dieses Ding mit diesen... Die Wände sahen damals irgendwie noch besser aus, diese Bauzäune. So, Vater und Kind. Da ist ein Typ. Der wäre nur so mit mir reden. Na. Ach so, ein Obdachloser. Hinter diesem Park ist der Westpark, auch bekannt als Verdammnis. Viele obdachlose Leute wohnten da bis vor kurzem, mich eingeschlossen. Aber dann wurden wir alle von Majima Constructions rausgehauen. Sie sagen, sie bauen irgendwas in den Kamarocho-Hügeln. Ich dachte, der Bau in den Kamarocho-Hügeln wurde abgebrochen. Das ist richtig. Das dachte auch, wir könnten vielleicht wieder reingehen. Aber, also habe ich mich in den Park geschlichen, aber es war niemand dort. Niemand? Nun... Ich wollte definitiv dort bleiben. Einfach zu spukig. Ich frage mich, wo all die Arbeiter hin sind. Ob die wieder singen? Majima! Und Dings. So, wir sind auf jeden Fall im Park Boulevard. Sehen wir hier irgendwo einen Vater mit Kind, den wir anquatschen können? Ach, da ist er. あそこは、その、おもちゃはおもちゃでもだな。売ってないんだよ。わかんないよ。家庭でも。あそこでは。ダメだ。 Kinder sind so unvorhersehbar, wenn sie ihre Laune verlieren. Er hat seinen Sohn unterschätzt und als er sich hingelegt hat. Er hätte erzählt, was sein Pornoschuppen ist. Unpredictable, gefällt mir gut. Weiß nicht, ob das passt. Hallo Richard. Mist. Nichts passiert. Okay, muss ich jetzt laufen werden? Also, der erzählt hat, dass das, Ich will ein Spielzeug! Sie haben hier keine Spielzeuge. Lüg mich nicht an, da steht doch Spielzeuge! Ich will ein Spielzeug! Ja. Und dann hat der Vater halt irgendwie versucht zu erklären, dass es keine Spielzeuge sind und dann da hat er sich ertreten lassen. Und dann gibt's jetzt hier rumzulegen, hier, komm hier mit rein! Mit Spielzeuge! Ja, und das war das. Und das war mehr oder weniger das Ende der ganzen Geschichte. Ach, verdammt. Mir fällt gerade ein.
richtig aber komisch. Ich habe gerade hier diesen Balken gesehen, dachte mir kurz, das ist eine Kamera. Dann habe ich mir gedacht, ich muss diese Kamera ausschließen. Dann habe ich mir gedacht, dass es nicht Rainbow ist. Und dann habe ich mir wiederum gedacht, dass ich noch meine verbleibenden 5 Rainbow-Ranks machen wollte. Und zwar letzte Woche Freitag. Ich das nicht getan habe. Und ich glaube, jetzt ist die Season vorbei. Naja. Was soll's. Dann gucken wir uns den Scheiß hier nochmal an. Warum eigentlich immer Yakuza 4? Richard, bist du da so gehypt für? Ich will einen! Aber sie verkaufen darin keine Geschenke, keine Spielzeuge. Lüg das! Da steht doch Geschenke! Aber diese sind nicht, du weißt schon. Wie dumm er da steht! Was meinst du damit? Ich will eins! Aber er kommt tatsächlich nie rein, ne? Er hat seinen Sohn unterschätzt, weil er auf dem Boden lag. Das ist wahrscheinlich die richtige Erkenntnis, oder? Spielzeugprobleme. Eine weitere Erkenntnis. Ich hätte niemals jemanden, von dem ich Geschenke verlangen konnte, als ich klein war. Also das Kind so unschuldig zu sehen, wie es so ehrlich danach verlangt, habe ich ein bisschen neidisch gemacht. Aber diese Geschenke sind definitiv nichts für Kinder. Für nicht diese Art von Kind. Diese Erkenntnis kam nicht vom Vater, aber vom herumlaufenden Kind. Mein Bedauern an den Vater. Ich habe die Essenz des Reversals gelernt. Okay, gut. Also gut, dann wollen wir mal den Nebenquest hier anfangen, die uns... Ach, jetzt können wir bestimmt wieder den Typen hinterher rennen, oder? Das ist der dritte davon, ne? Einer steht hier noch davor. Okay, gut. Reversal-Umkehrung, oder? Ja. Was habe ich gesagt? Habe ich nicht Umkehrung gesagt? Ich meinte Umkehrung auf jeden Fall. Nun gut, mehr zu den Nebenquests beim nächsten Mal.